zuerst einmal die Aussage, die Tragwerke mit Buchen machen, die sind sowieso viel zu teuer im Vergleich zu Fichten. Und mit dem bin ich natürlich immer konfrontiert gesehen, wo dann Buchen einmal das Thema geworden ist. Das zweite ist, das ist dann schon etwas besser. Buchentragwerke sind teurer als Fichtentragwerke. Dann kann ich nachher noch den Unterschied erklären, was da dazwischen drin ist. Und das Beste ist natürlich, Buchentragwerke sind gleich teuer wie Fichtentragwerke. Wenn es zu teuer ist, und dann da verglichen wird mit jetzt zum Beispiel Stahl, Beton und Nadelholz, dann ist da klar, dann wird eigentlich so eine Entwicklung sofort oder fast immer abblockert. Kein Unternehmer wagt zu investieren in Anlagen, die man da dann könnte herstellen. Und natürlich kein wagt auch auf den Markt zu gehen, weil er das Gefühl hat, er könne sich nicht durchsetzen. Und das blockiert total. Jetzt gibt es zwei Sorten Leute in einer solchen Frage. Und zwar eine ganz kleine Gruppe und eine grosse Gruppe. Die kleine Gruppe, das sind die Fantasieträger, die natürlich sowieso meinen, alles kommt gut. Und die anderen, die Bedenkenträger, die noch Probleme sehen, rundum noch Probleme. Und jetzt sagt natürlich vielleicht der Bedenkenträger, das Verschaffen von Buchen ist auf allen Prozessstufen aufwendiger und der Verschnitt ist grösser als beim Nadelholz. Hat er recht? Dem kann man nicht entgegen. Hingegen der Fantasieträger, was sagt er? Mit der geeigneten Technologie wird der Aufwand zum Verschaffen von Buchenholz auf allen Prozessstufen schlanker und der Verschnitt kleiner als bei Fichten. Somit hat man Zukunft. Aber er wird als Spinner angeschaut. Jetzt hier wieder zwei Gruppen von Leuten. Aber die sind jetzt etwa gleich gross. Die erste Gruppe ist die Konten, also Geldkonten sehen. Die schauen noch das Geldkonto, oder? Mir ist doch egal. Für mich kommt doch noch das billigste Frage. Wer lehnt den Buchen ab? Dann kommt aber der Nutzerseher, der für sich noch schnell mal vielleicht noch einen Eigennutzen kann rauslesen. Wenn ich mit Buchen zum Beispiel beim Tragwert Höhe gewöhne, dann wird ja meine Halle grösser. Also mach ich es. Da haben wir bereits zwei gleich grosse Gruppen. Also, und jetzt kommt noch das Gleichtür. Und da hat man dann natürlich dann plötzlich die Situation, dass man, wie bei den Waschmitteln, eigentlich zwei Waschmittel hat und die sind etwa gleich gut. Und was nimmt man denn? Da passiert Folgendes. Da haben wir wieder zwei Gruppen. Die Kaltblüter und die Warmblüter und die Emotionalen und die weniger Emotionalen. Die Kaltblüter. Mir ist doch egal, ob Buch oder Fichte. Ich sehe da keinen Unterschied. Das ist mir egal. Und dann kommen die Warmblüter, das sind ein bisschen Wortkreationen von mir. Die Buche spricht mich emotional an. Ich finde sie ist gut für mein Designempfinden oder für meine Behaglichkeit oder. Und somit sympathisch. Und dann kann ich da wählen. Also der Verkauf läuft über die Emotion. Und so stehen wir heute mit den Buchen. Bei den Zimmerarbeiten haben wir eben so ein bisschen die erste Situation. Wir sind zu teuer. Das heisst also, wir müssen Fantasieträger haben, wie wir überhaupt mit den Buchen weiterkommen. Bei der Schreinerarbeit ist es einfach teurer. Da spielt es nicht mehr so eine Rolle. Da finden wir eigentlich schon Leute, die einfach aus der Sympathie Buchen wählen. Und bei der Möbelherstellung, dann ist etwa, sind die Preise wahrscheinlich gleich, ob ich jetzt ein Fichtenmöbel mache oder ein Buchen oder eine Nische oder ein Eichenmöbel, weil das Material ist eben dann nicht so maßgebend, sondern mehr Fabrikationsdesign.
Und Nick hat mir dann gefragt, ja, wie sind schlanke Konstruktionen möglich? Wie sind wirtschaftliche Konstruktionen möglich? Was kann man mit Baubuchen realisieren? Wobei, ich gehe weiter als Baubuchen. Es geht ja nicht nur um Baubuchen, es geht um andere Sachen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir mit der Firma Schertler jetzt einmal BSB-Tragwerke können bauen. Nick hat es schon erwähnt. Vielleicht da jetzt, wo hat man die Buchen eingesetzt? Man hat sie für das Fachwerk eingesetzt, für die Rahmenbahn und für Dachelemente. Also man hat da ein Beispiel zeigen. Und jetzt, wenn wir da zum Beispiel bei der Rahmenbahn folgende Situation. So. Da wäre jetzt da, wo man in Stahl braucht. Da ist da, wo man in Baubuchen machen kann. Und da ist das, was man mit Fichten überkommt, wenn man so einen Kranbandträger rechnet. Aber ganz eindrücklich ist, die Schiene hätte man hier direkt aufs Holz tun können, weil die Buchen einfach viel mehr Querdruck macht für Leiden. Da hat man auch ein Blech Eisen drunter tun und da kann man selbstverständlich dann auch anschweissen. Aber dort gibt es eigentlich einen konkurrenzfähigen Träger und wir müssen den nicht unbedingt anschauen, sondern gegenüber dem. Also einfach ein neues Produkt. Denn BSB haben wir jetzt bis jetzt noch gleich gemacht. Ernst Gehry, der gerade auch da ist, der natürlich so passiert, dass man da noch verbessern kann, hat uns da schon gezeigt, wo. Und ich danke nochmal für diese Hinweise. Wir werden da dann selbstverständlich aufnehmen und das sind dann die Querschnitte, die Nick bereits gezeigt hat. Vielleicht noch jetzt beim Dachelement auch noch interessant. Da ist jetzt, wenn man mit Dachelement schafft, was buchen, wird der Lastwagen so geladen. Und wenn man es mit Fichten macht, kann man viel weniger drauf tun. Also man braucht dann fast einen Transport noch mehr. Da also die Unterschiede, die vielleicht einfach selber stützen. Dann hat man hier Buchen für die Stütze genommen, die Baubuchen. Und man sieht auch, was passiert, wenn das Buchen nass wird. Da löst es sich dann halt von mir ein bisschen ab. Das sind alles noch Entwicklungsstufen, wo man noch nicht ganz unter Kontrolle hat. Und jetzt noch die Bilder, die man bereits gesehen hat. Der Unterschied ist eben, wenn wir eben mit Fichten arbeiten, dann nachher, haben wir nicht die Möglichkeit von dieser höheren Festigkeit. Bei den Buchen braucht man dann weniger Stahl, weniger Stift und können in der Verbindung sehr hohe Auslastung. Und wir stehen eigentlich ganz am Anfang von dieser ganz neuen Entwicklung. In einem Jahr wird es einen ganz grossen Entwicklungsschub geben. Wäre vielleicht noch mal alles erleben, aber mindestens der Anfang, den kann ich jetzt noch geniessen. Beim Blick hier in dieser wunderschönen Halle. Jetzt, wie gehen wir vor? Weil das ist ja jetzt ein Produkt, aber wir würden die Buchen noch ein bisschen anders einsetzen. Und die Strategie zur Förderung des Einsatzes der Buchen habe ich folgendermaßen festgelegt. Ich habe jetzt dann hier auch die unter den drei Titeln ein paar Beispiele. Holzwerkstoff bereitstellen. Also ein Holzwerkstoff ist das, was man gesägt hat und getrocknet hat und dann vielleicht noch verleimt hat, nachher zum Verkauf gibt und damit dann auch sagt, was man kann. Und ist nicht mehr eigentlich der Stamm, wie wir es früher noch. Als ich noch jung war, bin ich eigentlich einen Wald aus Wein gekauft haben und dann geschaut haben, was aus dem Stamm auch wert. Heute dort mal versuchen, auf dem Markt eigentlich mit Holzwerkstoff zu arbeiten. Dann haben wir natürlich die, die hier jetzt mit auf den Zug aufspringen wollen, da werden dann längere Mäse, die müssen wir unterstützen. Und dann müssen wir auch noch Anreize schaffen, dass es ein bisschen Motivation gibt in die ganze Geschichte. Aber wir können natürlich andere Werkstoffe ins Auge fassen. Das ist jetzt das isolierte Werkstoff, wo man mit der Spö schafft und hier einen Isolationsstoff macht oder Spürholzplatten oder Brettschutzholz. Und da ist sogar noch Buchen und zusammengedruckt.
wenn man die Buche presst unter Wärme, dann kommt man nochmal Faktor 2 höher. Also dann sind wir dann nicht mehr so weit weg vom Aluminium und Stahl ist vielleicht dann schlechter auch nicht mehr so. Und jetzt, wenn man halt die Omeren, ja, Buchen kann man grossen nicht anwenden, dann gibt es halt heute schon Prozesse, wo man hier Perlen behandelt. Und auch wir haben schon in den Anfangs 90er Jahren Fensterkanteln gemacht, die grossen bewittert sind, weil man kein Holzmetallfenster hat. Aber da haben wir es mit Öl interveniert und da ist Perlen behandelt und dann wird es widerstandsfähig. Und jetzt kann man anfangen, den Baustoff weiterzuentwickeln, dass er vielleicht zusätzlich isoliert oder andere auch schon viel mehr Wärme speichern kann, weil er mehr Oberfläche hat oder auch akustisch dann nachher kann nutzbringend eingesetzt werden. Und jetzt, man kann es im Internet nachschauen, es gibt Buchenschindel. Also ist halt dann immer alles relativ, wenn man sagt, man könnte Buchen von außen nicht anwenden. Wieso gibt es denn Buchenschindel? Aber eben, da gibt es halt eben Bedenkenträger. Jetzt müssen wir die Anwender unterstützen. Was braucht denn der Anwender? Er braucht Tabellen, Unterlagen. Er sollte ins Internet schauen, was ich für eine Bügefestigkeit, Rohdichte, Schlapp und so weiter. Alle die Werte, die müssen bereitgestellt werden. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es einen anderen Weg, wie man so eine Anwendungsberatung kann machen kann in dieser Bank. Da hat zwar das Architekturbüro die Absicht gehabt, da mit Holz zu machen, die Stavanger oben. Aber von der Bankenleitung ist dann halt das Veto gekommen. Das kann man gerne mit Holz machen. Übrigens Norwegen, wo ein Holzland ist, das geht gerne, das ist sowieso viel zu teuer und so weiter. Was bleibt denn? Dann muss man den Architekten helfen. Die haben dann gesagt, ja, jetzt machen wir doch einfach einen Mockup. Wir bauen einen Mockup. Zum Glück ist dann auch das Geld gesprochen worden von dieser Bank. Also, und ich von meiner Seite auch Möglichkeiten visualisiert mit dem Computer. Ich habe zum Glück heute so Computer zeichnen. Da haben wir es lernen, so 2005, wo man Netz gemacht hat. Ich bin jetzt bald einer von der Besten zum Zeug zeichnen. Jetzt ist dann gerade noch die Frage gekommen, wer kann denn überhaupt einen Buchenstege herstellen so? Jetzt haben wir wieder einen Schweizer Produzenten angegeben aus dem Toggenburg. Der hat sich schon seit Jahren industrialisiert. Und vermutlich wird er dann den Auftrag können machen. Ist auch die Aussicht, dass das ganze Gebiet in der Schweiz zumindest zum Teil hergestellt werden. Wir haben den Buchenstamm für die Expo für den Swissbau. Und da habe ich dem Architekt helfen, die Querschnitte anzugeben. Ich habe selbstverständlich nichts Design gemacht, das könnte ich nie. Aber es ist dann ganz eine ganz wunderschöne Konstruktion geworden, sehr schlanke. Und Swissbau hat dann da auch noch so weit gebracht, dass es in der Tagesschau gekommen ist. Jetzt Anreize schaffen. Also Ideen muss man ja manchmal einfach ein bisschen einen Schwung geben. Eben, wir könnten ja da, jetzt wenn wir so eine Buche Sauna hat, könnte man da also eine Schweiz-Treffe organisieren. Dann noch einen schmalen Haufen, wo vielleicht Buche Sauna kaufen würde. Oder bei einem Sarg könnte man sagen, man macht den Designwettbewerb von Buchen Sarg. Oh, das ist einfach eine Idee. Oder da, wenn wir Rindermesser für ein Buchenprodukt. Oder dann jetzt bei dem Velo, so eine Tour der Ekel. Und da kommt natürlich auch von der Forschung und Entwicklung kommen die Anreize. Und auch da habe ich mal eine Rede mit dem Mario Fontana mal so gesagt, jetzt müssen wir doch endlich schauen, dass wir mal den versteinerten Holz herbringen, dann brennt es nicht mehr, dann geht es nicht mehr kaputt im Wetter raus. Und der Professor Burger hat sich dem angenommen. Und tatsächlich ist sie geraten jetzt, entweder die Calciumkabinat
in die Hohlräume oder sogar in die Struktur rein. Und zum Beispiel, das Blaue ist immer da, wo mineralisiert ist. Entschuldigung. Das Blaue ist, das ist die Traubentwicklung nach der Mineralisierung. Und das ist die Traubentwicklung vor der Mineralisierung. Also der Rauch riecht dann immer ins Blick. Oder da ist die Flammbarkeit normal bei den Buchen. Und da ist sie, wenn es mineralisiert ist. Also wir bringen die Holz her, die fast nicht mehr brennt, die fast nicht mehr Rauch absondert. Also ich sehe hier eine grosse Entwicklung. Ist nicht, übrigens gerne so wahnsinnig kompliziert da zu machen. Aber ich bin froh, dass man in der Schweiz den Faden aufgenommen hat und hier in der Forschung und Entwicklung auch wieder die Nase vorne hat. Dann hat es halt auch noch Ideen gegeben, wo irgendwie mit einem Produkt arbeiten, die Produktgruppe macht so Einschnitt und dann kann man die Buche auf allen Seiten bieten. Und da hat, die hat jetzt eben hier einen grossen Vorteil, also da hat es keine Ist drin, da hat es eben auch eine gute Querfestigkeit und da geht dann nicht so schnell auseinander, wie wenn wir jetzt das gleiche mit Nadelholz machen. Oder einfach auch eine schöne Konstruktion, die kann einen Anreiz sehen kann, also man etwas richtig Wellings oder etwas Wunderschönes. Also das muss man sofort weitermachen. Laubholz ist halt einfach ein bisschen schwieriges Holz, ist meistens kein Langholz. Und wenn man da vom Balken hat, dann sieht es halt in Gottes Namen so aus. Also man wird da einfach den ganzen Prozess müssen anders machen, damit man überhaupt mit dem Buchholz auf den Markt kommt. Die ganzen Techniken von den Fichten, Tannen, Lärchenverleimungen, die sind da nicht geeignet.